Oh, geht unser Schwert dadurch vielleicht kaputt? Schon schwer beschädigt. Okay. Eine stabile Tür. Die stabile Tür sollten wir mal eintragen auf der Karte. Karte, raus hier. So, Tür, Tür, Tür. Tür. Close. Ich mag die Karte. Dö, 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 dö. So. Benutzen. Roter Schlüssel. Tür. Passt nicht. War am Eingang noch irgendwo was? Das wird bestimmt nicht der Ausgangsschlüssel sein. Hm. Dö, 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 dö. Das ist meine Fuß. Das sind meine Schritte. Okay. Dann bist du doch für die Tür hier. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Links nicht, rechts nicht. Ah doch, rechts hat es entschlossen. Weiter geht's. Vielleicht sollten wir das Schwert rausnehmen, wenn wir einen neuen Bereich entdecken. Hm? Liegt da was? Ja, da liegt was. Gegner in der Nähe. Nicht unmittelbar. Du aufheben. Was bist du? Eine schon benutzte Kerze. Und Pilze? Okay. Pilze kommen mit. Oh, war da was? Runter gucken. Ja, da war was. Das sieht doch aus wie ein Schlafsack oder so. Oh, bist du freundlich? Hallo? Sprechen? Ah, gut. Gut, dass ich nicht angegriffen habe. Hallo, Unbekannter. Was ist dein Begehr? Ich habe dich bisher hier noch nicht gesehen. Ich erkunde bloß den Abyss. Das klingt komisch. Ich versuche, eine unschuldige Frau zu retten. Ich wurde hier reingeworfen als Strafe für eine Untat, die ich nicht begangen habe. Hm, also so wie er aussieht, und das ist bei Ultima-Spielen häufig am Aussehen erkennbar, Vorurteile und so, ist er ein Dieb oder irgendein Gauner, der es verdient hat, hier drin zu sein. Aber wir sind ja der Avatar und müssen uns möglichst edel verhalten, also sagen wir versuchen ein Mädchen zu retten. Ah, eine Rettungsmission, hm? Sollten dann nicht die Wachen des Barons bei dir sein, um eine Hilfe zu suchen? Es ist eher wahrscheinlich, dass einer von ihnen dich hier reingeworfen hat, oder? Du musst nicht beschämt sein wegen deines Unglücks, Freundchen. Du bist im selben Topf wie wir alle. Wenn du länger hier im Abyss überleben willst, musst du die Art des Landes kennenlernen. Also wie man sich hier zu verhalten hat. Hm, ich wäre interessiert daran, dies zu lernen. Zuallererst sollte man alles mitnehmen, was von Gebrauch sein könnte. Gegenstände hier sind selten genug. Du solltest immer nehmen, was du kannst. Sammle alles, aber stehlen solltest du nicht unbedingt. Okay, so viel zu seinem Charakter. Ich habe ihn wohl doch falsch eingeschätzt. Die meisten Bewohner des Abyss schützen ihr Hab und Gut bis aufs Blut. Kriegsschauplätze oder Schlachtfelder sind die besten, um Blut zu machen. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Vor einer Weile gab es hier eine Schlacht. Ein Kampf zwischen Goblins und Oberwäldlern. Was für Einwohner gibt es hier überhaupt, wenn Goblins schon mit dazugehören? Und Oberwäldler, die anscheinend keine Gefangenen sind.
Die Goblins kontrollieren den größten Teil der oberen Höhle. Es gibt zwei Rassen, grüne und graue. Wenn sie sich nicht gegenseitig zerstören, ist es nicht, weil sie es nicht versucht hätten. Also sie sind wohl ziemlich verfeindet. Aber sei besonders vorsichtig bei den grauen Goblins. Ich wurde vor kurzem von ihnen gefangen genommen, weil ich deren Gebiet übertreten habe. Das muss schlimm gewesen sein. Mitleid zeigen und so. Meine Gefängniszelle war eine Art von Lagerraum, denn es hatte jede Menge gut zu gebrauchende Gegenstände, sowie eine lange Stange. Ich habe die Stange benutzt, um einen Knopf zu erreichen. Oh, das könnte wichtig sein, falls wir mal gefangen genommen werden. Danach schlich ich mich voraus und ging zurück zu meinen Leuten. Ich denke nicht, dass ich noch einmal in diese Gegend gehen werde. Erzähle mir mehr von deinen Leuten. Die Menschen, wie du und ich, haben ein kleines Gebiet für sich in Anspruch genommen und leben in relativer Ruhe. Unter uns sind die Gebirgsmenschen und was danach kommt, weiß ich nicht. Das sind beides wichtige Fragen. Also einmal die Frage danach, wo ist diese Enklave der Menschen? Und die andere Frage wäre, sind denn alle Rassen außer die unsrigen uns gegenüber feindlich gesinnt? Ich glaube, ich frage lieber die zweite Frage nach den anderen Rassen. Dies ist ein wirklich ungemütlicher Ort. Dessen kannst du dir sicher sein. In den oberen Höhlen gibt es Goblins, Riesenspinnen und Würmer. Unsere kleine Gruppe ist die einzige, die auf Frieden aus ist. Okay. Du kannst meine Leute finden, wenn du westlich vom Eingang ausgehst und dann nach Norden. Da ist ein kleiner Chasm, also eine Schlucht, wo man rüberspringen muss. Aber du scheinst mir ein sehr geschickter Junge zu sein. Das schaffst du schon. Hinter der Schlucht ist ein Zeichen von Zivilisation. Das Banner von Kabirus. Mit einem Ankh markiert, dem Zeichen des Avatars. Also unserem Zeichen, aber das weiß er ja nicht. Außerhalb dieser Gebiete mit diesem Banner markiert, solltest du vorsichtig sein. Okay. Die meisten Kreaturen respektieren nicht Kabirus Gedanken oder sein Gedenken eher und sind nicht besonders freundlich. Ich danke dir für deine Hilfe. Viel Glück in deinen Reisen. Das war doch schon mal schön. Eine Begegnung, die nicht sofort mit Blutvergießen geendet hat. Den sollten wir vielleicht auch nochmal auf der Karte markieren. Hier sind wir. Okay. Freundlicher NPC. Ist zu lang. NPC müsste reichen, dann weiß ich ja, wer gemeint ist. So, das Ding da kann weg. Erase. Oh, wo muss ich hinklicken? so, okay. Das heißt, die Tür da hinten ist noch geschlossen. Hier ist der NPC und er meinte vom Eingang aus westlich und dann nach Norden. Also genau da, wo wir jetzt sind. Da ist Norden. Da ist Westen. Wow, da ist die Schlucht. Und ich muss mir echt angewöhnen, dass S nicht vorwärts gehen, rückwärts gehen ist. Sondern S ist langsam vorwärts gehen und W ist schnell vorwärts gehen. Ich will nicht unbedingt springen. Bisschen Blut. Oh oh. Wie zum Geier springe ich? Ich probiere einfach mal vorwärts zu gehen. Hops, okay. Ich hoffe, wir ertrinken jetzt nicht. Aber das müsste noch Steinboden sein. Knochen. Immer Schwert rausnehmen. Das ist hier irgendwie gefährlich. Was ist das da? Oh, ein großer Stein. Okay. Hier ist nix. Okay. Da ist ein Gang.
Oh, kommen wir über das Wasser rüber? Mal gucken. Ja, kommen wir. Oh, Feind. Stirb. Au. Wirklich viel Schaden gemacht hat er ja nicht. Aber umso besser. Hat er irgendwas dabei, so ein Wurm? Irgendwelche Körperteile? Anscheinend nicht. Ist das überhaupt ein Schlafsack? Ja, ist es. Es wird jetzt schon ein wenig unübersichtlich in unserem Inventar. Also kommt Essen. Hat keinen Platz. Okay. Du kommst mal kurz weg. Das ganze Essen kann auch kurz weg. Oh, nein, das wollte ich nicht. So, so. Alles raus hier. Und dann sortieren wir um. So, Beutel kommt, Essen rein. So, nehmen. Essen, Beutel, Essen, Beutel, Essen, Beutel. Okay, sagen wir Essen und Lichtdinger. So. Ein Schild, für den wir keinen Platz haben. Du kannst da rein, du kannst da rein, du kannst da rein. Du da hin, du da rein. Da ist ein Knopf. Und vielleicht sollten wir die Axten benutzen, nicht den Dolch. Gibt es extra Skills, die wir skillen können, oder passiert das irgendwie automatisch? Schwert haben wir bisher 3. Oh, es gibt sehr viele Fähigkeiten. Dolch zählt wohl als Schwert. Und extra haben wir 0. Also, nö, benutzen wir lieber doch nicht. Nehmen wir nur als Beute mit, falls es doch Händler gibt. Und diese menschliche Siedlung hört sich echt danach an. Aber gut, den Knopf da. Drücken. 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 Ah. Okay. Hat jetzt irgendwas gemacht. Warte mal. Unten ist gedrückt. Okay. Gucken wir mal. Oh, ich glaube, das hier ist aufgegangen. Testen. Dupe. Jetzt müsste es ja zu. Oh, 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 oh. Schwert raus. Warum kann ich mein Schwert nicht rausnehmen? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich stirb gerade. So. Ah, weil wir im Wasser waren. Okay. Stirb. Stirb. Ah, das ist garstig gewesen. Stirb. Irgendwie treffen wir das doofe Ding nicht. Oh. Stirb. Wir kippen gleich um. Aha. Also diese unteren scheinen ihn besser zu treffen. Wahrscheinlich nicht, wenn er gerade oben ist. Hm? Das ist ein ganz schön garstiges Ding. Stirb. Wir sind noch vergiftet. Oh, 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 oh. Komm schon, ich will jetzt nicht. Und tot. Ah, das ging schnell. Okay, neuer Charakter. Männlich. Rechtshänder. Paladin. Repair. Sword. Er hier. Standard. Gerugon. Jo. Und nochmal das Ganze. Das kam jetzt ziemlich unerwartet. Die ersten Gegner waren so einfach gewesen. Und dann sowas. Aber na gut. Das war die Notiz, die brauchen wir nicht. Dich machen wir mal auf. Dolch in die Hand. Fackel in die Hand. Fackel anmachen. Das kann wieder zu. So,
Jetzt war rechts eine Tür, die will ich aufbekommen. Hier war nichts Wichtiges. Hier vorne lagen gleich genau die Teile hier. Die kommen mit. Und hier war eine Höhle mit Krimskrams. Genau. Du, du und du. So. Ich glaube, gleich kam der... Achso, ich glaube, das Holz lasse ich doch mal liegen. Jetzt kommt die Tasche mit dem Abschiedsbrief und den Schlüssel. Du... Nein, nein, das war falsch. Ja, ja, ja. So, du dahin. Kein Platz. Okay. Dich nicht auf, sondern die Sachen reinlegen. So, so, so. Dich auf. Du raus, du raus, du raus. Du weg. So. Du rein, du rein, du rein. Du wieder dahin. Benutzen. Roten Schlüssel auf. Tür. Abgeschlossen, aufgeschlossen. So, hinter der Tür war, glaube ich, auch noch was. Nämlich ein Gegner. Ein einfacher Gegner im Vergleich zu dem anderen. Stirb. Und gewonnen. Ja, die Fledermaus ist echt ein ganz anderes Kaliber gewesen. Du, nimm das mal mit. Beinschoner kommen auch an. So. Dich auf. Jetzt müssen wir den Humanoiden finden, mit dem wir sprechen wollen. Du kommst auch nochmal mit. Und diese komischen Pilze. Da rein. Und da rein. Genau, du. Hallo. Gespräch hatten wir schon. Ich will eine Prinzessin retten. Mhm. Ich würde gerne mehr über die Gegend erfahren. Was für Leute gibt es hier noch? Das muss schlimm gewesen sein. Was für Wesen gibt es hier noch? Sind alle anderen Rassen gefährlich? Ja, sind sie. Und du findest unsere Leute im Westen. Dankeschön. Bitteschön. So. Die Kerze hier kommt auch noch mit. Da rein. So, und jetzt hier war unten soweit nichts. Hops. Also der Schalter. Oh, doch ein Wurm ist hier. Okay. Kampf. Zack. Und kaputt. Es ist ein sehr großer Sprung von Ratten und Würmern zu der Fledermaus da eben gerade. Vielleicht sollte ich mich erstmal hier zu Ende umgucken, bevor ich da irgendwas aufmache. Oder das Schild in die Hand nehmen. Dann haben wir aber kein Licht mehr. Mal schauen. Du kannst erstmal da rein. Du auch. So. Also, Tür ist zu. Kann man da irgendwo hochklettern? Hier zum Beispiel? Nee. Nee, 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 nee. Gibt also nur diesen einen Weg. Aber bevor ich mich diesmal wieder mit der Fledermaus anlege, speichere ich. Also sehen wir uns gleich wieder.